So Leute und herzlich willkommen wieder zurück zu Alan Wake mit eurem Gerd Tobi. Ja, wir sind jetzt gerade im Silo so gesehen und müssen jetzt mal für Barry die Tür öffnen, damit wir weiterkommen. Und schauen wir mal. Wir haben wieder hier Radio. Wie die regelmäßigen Zuhörer unter euch wissen, arbeite ich häufig mal die Nacht durch, aber da bin ich nicht der Einzige. Die Deputies Mulligan und Thornton nehmen sich ein paar Minuten ihres hektischen Terminplans frei, um sich hier zu mir zu gesellen. Deputies, wie beschäftigt sind Sie gerade? Ich meine, das Hirschfest steht quasi vor der Tür. Ich wette, das hält Sie auf Trab. Ziemlich, ja. Ehrlich gesagt, Patrick, wir hatten einige andere Sachen um die Ohren. Aber das ist doch eine laufende Ermittlung. Deshalb können wir darüber noch nicht reden, Thornton. Ich wollte auch nicht sagen. Ich wollte nur erwähnen, dass wir auch andere Eisen im Feuer haben. Und wie würden Sie Ihr Pensum mit dem vom letzten Jahr vergleichen? Mir kommt es derzeit recht friedlich vor, aber die Menschen werden zu dieser Jahreszeit gern etwas wilder. Oh, und wie, Pat? Es ist ziemlich wild. Es gab jede Menge Probleme dieses Jahr. Vandalismus, Schlägereien, Erregung öffentlichen Ärgernisses. Und eine ganze Menge Menschen sind verschwunden. Ja, es ist im Großen und Ganzen das Übliche, Pat. Nur wissen Sie eine ganze Menge mehr davon. Kommt es nur mir so vor, oder wird auch das Hirschfest mit jedem Jahr wilder? Die Leute wirken noch betrunkener, oder sie fangen früher an, sind jünger. Das geht definitiv nicht nur Ihnen so, Pat, aber... Definitiv, Pat. Hey, ich rede gerade so unten. Mist, jetzt habe ich meinen roten Faden verloren. Nicht nur mir. Richtig, ja. Es wird wilder, Pat, aber eigentlich scheint der ganze Ärger von erwachsenen Männern auszugehen. Die Kinder benehmen sich dieses Jahr wirklich gut. Schön, wenigstens das zu hören. Deputies, ich möchte Ihnen dafür danken, dass Sie hier gewesen sind. Ich lasse Sie jetzt weiterarbeiten. Gern geschehen, Pat. Ja, gern geschehen, Pat. Ja, lustig immer. Die Lampe gefällt mir sowas von, Leute. Die ist sowas von gut. Merkt ihr auch selber, dass sie echt nice ist. So, jetzt öffnen wir das mal. Oh. Batterien haben wir genug, auf jeden Fall. Auf der anderen Feldseite sah ich das Gebäude, das das Haus der Andersons sein musste. Es war nicht weit weg. Ich machte mir keine Sorgen um die Streifzüge von zwei ausgebrannten alten Typen. Die hatten das Gebräu. Wir haben das Gebräu. Das, was wir brauchen, oder wie? Wir haben ja schon so viel Sachen. Wow. Das kann doch nicht wahr sein. Ah, was? Oh Mann! Boah, krass! Nein, 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 nein! Zack! Weg mit dir! Geht's dir gut oder wer bist du? Komm her, du. Was ist das denn für ein schräger Typ gewesen? Eieiei. Hier soll das ja echt abgehen. Was ist da hinten? Und blitzt das da hinten so? Oh. Nice. Silo-Schlüssel haben wir. Oh, hier kommen wir nicht mal weiter. Wenigstens haben wir jetzt den Silo-Schlüssel, wo wir jetzt weiterkommen. Wunderbar. Bist du das da draußen, Kumpel? Ja, ich bin's. Los jetzt, Mann. Auf geht's, Barry. Auf zum Anderson-Haus. Hä, komme ich hier durch?
Ich glaube, wir müssen das Tor gemeinsam öffnen. Das sieht ziemlich schwer aus. Ich hau einfach mal so dagegen. Boah. Hey, ich glaube, da ist die Farm. Wir sind fast da. Ja, wir haben es fast geschafft. Das ist ein Sammelpunkt für Durchgedrehte. Das ist ja ganz wie zu Hause. Komm schon, noch ein Tor. Wir schaffen das. Auf jeden. Oh, hier ist eine Kettensäge. Wie das aussieht. Was steht denn hier? Old God, now the truth. Ja. Genau. Scheint jetzt gar nichts zu sein da irgendwie. Gehen wir mal da rein. Die Lichter sind aus. Wir sollten auf der Sicherung. Ah, hier haben die auch ihre kleine Rockbühne. Unten war der Strom aus. Ich musste zum Sicherungskasten. Unten war der Strom aus. Ich musste zum Sicherungskasten. Dann können wir das anmachen, oder wie? Wo finden wir den Sicherungskasten? Wo haben die da Amerikaner das eigentlich immer? Eigentlich meistens im Keller, oder? Barry, darf ich mal bitte durch, danke? Der blockiert uns immer hier, der Barry. Nichts Interessantes hier. Hallo, ja, Barry. Wie er uns immer im Weg stehen will. Noch eine Thermoflasche. Eiskoffeinhaltig. Chill doch mal, ich. Ich glaube, die passen in der Klinik nicht so gut auf die auf. Sie hauen öfter ab, um sich hier die Kante zu geben. Ganz im Ernst, diese Typen klingen super. Meint der? Oh, noch ein paar Seiten sind es noch. Das Geheimnis der fehlenden Woche. Wieder zerrissen Alice Schreie die Stille der Nacht. Ich sah mich auf die Hütte zu rennen mit der Taschenlampe in der Hand. Ich folgte meinem früheren Ich. Ich war ein aus seinem Körper herausgelöster Beobachter. Ein Zeitreisender in einer aberwitzigen Schnapsfantasie. Das hier war der Anfang. Die Nacht, in der Alice verschwunden war. Das Geheimnis, was in der fehlenden Woche passiert war, stand kurz vor der Lösung. Hier kommen wir nicht durch für. Da auch nicht. Aber hier. Warum haben die eigentlich immer so viele Zimmer, verdammt? Wo ist der Sicherungskasten? Ja. Wo habt ihr den hier? Asgard. Lol. Was sind hier Raketen? Wo ist der Sicherungskasten? La. Ich gucke jetzt mal nach draußen, das gibt's doch nicht. Wo steckt der denn? Ich sag ja, irgendwie müssen die Amerikaner hier irgendwie so einen Keller haben. Oh, Barry. Der will uns immer absichtlich im Weg stehen, ne? Jetzt mal hier nach den Sicherungskasten. Hier irgendwie muss doch so ein Keller dahin führen. Hä? Ey, mal ernsthaft, da ist überhaupt kein Keller irgendwo. Wo steckt der Sicherungskasten? Guck jetzt nochmal oben. Gib's doch nicht. Ah! Supi, hier versteckt. Das war schön versteckt, Barry.
du das, Al? Musik? Natürlich. Wir müssen rausfinden, woher das kommt. Das ist die Botschaft, von der die Andersons gesprochen haben. Deshalb sind wir hier. Lady des Lichts? Oh, das muss diese verrückte Lampenlady aus der Stadt sein. Wie hieß sie gleich? Cynthia Weaver. Genau, bestimmt. Gucken wir mal. Hier ist die Schallplatte. Okay. Wir müssen Cynthia Weaver finden. Wir bleiben die Nacht über hier und gehen in die Stadt, sobald es hell wird. Hey Al, es sind noch ein paar Stunden bis morgen. Da können wir uns ausruhen und dazu brauchen wir Drinks. Ach komm schon, Barry, das ist... Ach, was soll's. Wir kommen nicht miteinander klar, aber wir werden sie finden, okay? Und so voll verrückter Typ ist, halt dich zu dir, Herr Graf. Hör mal, du bist für mich wie ein Bruder. Ich bin Schriftsteller, Gott, verdammt. Korrekt. Wenn ich mal Lust habe, schreibe ich 10 Bücher pro Jahr und es wären die besten Bücher des Jahres. Das kannst du nicht. Das stimmt, kann ich nicht. Aber ich kann's als Schriftsteller. Was? Was tun die bloß rein in das Zeug? Es fühlt sich an, als läuft mir das Hirn zur Nase raus. Ich besorg mir das Rezept von den alten Kreuzer und werde Schnapsmillionär. Ich vermisse sie, Barry. Ich wünschte, sie wäre hier bei mir. Ich weiß, alles ist gut. Wir sorgen schon dafür. Hä? Wo bist du? Hilfe! Alice, ich komme! Alles wird gut! Ich komme! Es war ein irrer Traum im Rausch und doch mehr als das. Hilf mir! Es war die Wahrheit. Eine unterdrückte Erinnerung, hervorgebracht durch das Anderson-Gebräu. Ich war dort, ein außenstehender Beobachter. Dies war die Nacht, in der wir nach Bright Falls kamen. Die Nacht, in der Alice verschwand. Ich könnte herausfinden, was passiert war. Ich erinnerte mich an meine Sorge, als ich die dunkle Hütte sah. Alice hatte die Lichter nicht ausgeschaltet. Ich erinnerte mich daran, gedacht zu haben, ich hätte sie kurz unter Wasser gesehen, in die Finsternis sinkend. Jenseits dieser Erinnerung war nichts. Ich musste meinen eigenen Spuren folgen, um zu erfahren, was in jener Nacht passiert war. Ihr hinterherzuspringen war die letzte vage Erinnerung an jene Nacht. Das nächste, an das ich mich erinnerte, war, wie ich hinter dem Lenkrad des Unfallwagens zu mir kam und die ersten Seiten des Manuskripts fand. Ich fand sie inmitten der Schwärze nicht. Ich muss gedacht haben, sie sei ertrunken. Alice! Jagger hatte Alice. Also hatte sie auch mich. Alice! Ich war leichte Beute. Schauen Sie zur Hütte. Ist dort jemand am Fenster? Alice? Vielleicht ist sie ja doch nicht ertrunken. Vielleicht ist sie dort drin. Alice! Ja. Das Dunkel hatte mich berührt.
Sie hatte ihre Nägel in mein Hirn geschlagen und mich zu ihrer Marionette gemacht. Sie muss hier irgendwo sein. Vielleicht oben im Arbeitszimmer. Alice! Genau, dort befindet sie sich. Bitten Sie um Verzeihung. Alice! Sie ist nicht hier. Sie waren ein Narr, das zu glauben. Nein, sie ist tot. Ertrunken. Nein! Nein, nein! Sie sind schuld daran, dass ihre Frau tot ist. Sie sind schuld. Sie wollte ihnen doch nur beim Schreiben helfen. Sie haben sie umgebracht. Ah! Oh, still jetzt. Es gibt noch Hoffnung. Cauldron Lake ist ein besonderer Ort. Hier besitzt man die Macht, Dinge zu verändern. Sie wollte, dass sie schreiben. Ich sage, was zu tun ist. Sie können sie zurückschreiben. Die Geschichte wird wahr werden und alles wird wieder gut sein. Sie hatte alles. Und das Manuskript war das Lösegeld für sie. Ja, ich schreibe. Ich regle das. Ich bringe sie zurück. Ich hab's geschrieben. Ich erinnerte mich wieder. In der Dunkelheit hatte ich geschrieben, eine Woche lang. Ein fast fertiges Manuskript mit dem Titel Departure. Jagger war die Lektorin gewesen, hatte mir eingeflüstert und dafür gesorgt, dass die Geschichte sie immer mächtiger machte. Ich dachte, ich würde Alice retten. Trotz des Wahns, den sie mir eingeflüstert hatte, war ein Teil von mir klar genug gewesen, meine Flucht in die Geschichte einzubauen und dafür eine Taschenlampe in der Hütte bereitzulegen. Um die Horrorgeschichte zu unterbrechen, bevor an ihrem Ende alles vom Dunkel verschlungen wird. Zane war schwach und in weiter Ferne. Aber ich hatte ihn in die Geschichte geschrieben und sein Licht hatte genügt, mich zu befreien. Es ist nicht hier. Ich bin hier. So steht es geschrieben. Ich brachte das Licht, um sie zu befreien. Beeilen Sie sich. Es weiß, dass ich hier bin. Es wird bald zurück sein. Es hat die Haut von meiner Barbara vor langer Zeit gestohlen. Sie sieht alt aus. Ich war verwirrt und benebelt aufgewacht. Mein Verstand eingenommen von Dunkelheit und Angst. Mir blieb nur noch die Flucht. Die Woche in der Hütte forderte ihren Tribut. Ich war kaum noch bei Bewusstsein und wurde immer schwächer. Es muss Zane viel abverlangt und ihn noch tiefer an jenen dunklen Ort getrieben haben, in dem er herumgeisterte. Doch er hatte es geschafft, das Dunkel zu schwächen, mich diese Nacht gerettet. Ich schrieb es. Es ist meine Schuld. Ganz genau, James Joyce. Es ist Ihre Schuld und Sie bezahlen dafür. Ende von Folge 4. Wir sehen uns im nächsten Part, Leute. Und danke fürs Zuschauen. Haut rein.